Frau Kwiatkowski ist Senior Researcher beim GDI. Sie wird uns Erkenntnisse aus einer Studie mit dem Titel Mobilität 2025 präsentieren, welche das GDI im Auftrag der SBB erstellt hat. Ich schlage vor, wir hören uns das mal an. Frau Kwiatkowski, bitteschön. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich ganz besonders. Das Thema liegt mir natürlich immer am Herzen. Meine Vergangenheit vor dem Gottlieb-Duttweil-Institut war nämlich bei der SBB. Insofern ist das Thema Mobilität eines meiner Kernthemen geblieben, auch beim Gottlieb-Duttweil-Institut. Aber natürlich versuchen wir, das in dem Sinne weiter zu fassen. Also alles, was eben auch Mobilität als Konsum versteht oder Strukturwandel im Kontext des Handels, des Konsums oder aber eben auch im Kontext unserer Städte und des Wohnens. Insofern werde ich die Studie, die wir damals durchgeführt haben, auch ergänzen mit vielen neuen Aspekten, die wir untersuchen. Und zwar möchte ich starten, auf welche Beispiele ich eingehen werde in meinem Referat. Und zwar kennen wir alle die großen Megatrends. Ich werde Sie nicht mit den Megatrends langweilen, die Sie eigentlich alle schon bereits sehr gut kennen. Wir wissen um die Digitalisierung, wir wissen um die Urbanisierung. Das sind eigentlich nicht in dem Sinne Neuigkeiten für Sie. Aber was uns im Grunde genommen viel mehr interessiert, sind die zentralen Shifts, die damit einhergehen. Also was verändert sich in diesem Kontext? Wo sind diese Bruchstellen in der Zukunft, die eben auch unser Verhalten verändern als Konsumenten? Insofern werde ich über den Konsumenten sprechen, der zum User wird, also eigentlich zum ein Nutzerverhalten hat, auf den Fokus eingehen, den wir auf die Hardware hatten oder immer noch haben, aber der User eigentlich mittlerweile einen viel stärkeren Fokus hat auf die Software, also das, was er im Grunde, genommen nur nutzen kann, aber sich nicht anschaffen muss. Und natürlich auf sozusagen die Infrastruktur betrachtet, was ist sozusagen die infrastrukturelle Hardware, die sich extrem langsam verändert im Vergleich eben zur Software, wie Sie alle wissen, die sich in einem in einer exponentiellen Geschwindigkeit verändert mit unseren Updates, die wir quasi monatlich für unser Smartphone erhalten. Vom Produkt zu einer vernetzten Dienstleistung und vom Verkehr zur Mobilität. 78%, eine Zahl, die gerade in der Schweiz eine der höchsten ist, im Vergleich zum restlichen Europa. 78% ist die Smartphone-Dichte in der Schweiz. Das heißt, 78% der Bevölkerung haben so einen Minicomputer in der Hosentasche. Und wenn wir uns sozusagen die wirklich Hochaltrigen und die Säuglinge wegdenken, können wir uns vorstellen, eigentlich hat jeder von uns so eine Erweiterung unserer menschlichen Fähigkeiten in der Hosentasche. Das ist es nämlich, eine Erweiterung unserer menschlichen Fähigkeiten. Und das ist eigentlich erst 10 Jahre her, auch das keine News, aber die Geschwindigkeit ist natürlich riesig, oder? Erst vor 10 Jahren wurde dieses Ding in unser Leben eigentlich so eingeführt und hat schon maßgeblich unser Verhalten verändert. Wir möchten alles sofort. Wir sind nicht mehr bereit, auf irgendeinen Konsumaspekt zu verzichten. Das hat natürlich auch zum Online-Shopping geführt, völlig klar, diese Möglichkeit haben wir. Wir konsumieren sehr viel online. Wir brauchen die Dinge aber nicht mehr unbedingt physisch anzuschaffen. Die Beispiele kennen Sie auch. Die Musikindustrie macht es vor. Wir haben einen riesigen Fundus an Musik, der mittlerweile über dieses kleine Gerät, über eine App konsumiert werden kann, ohne dass ich mir eine riesige Sammlung an CDs, Platten, was auch immer anschaffen muss. Und sie ist eigentlich immer sofort verfügbar. Natürlich gibt es auch den sogenannten Gegentrend, wo das wieder en vogue ist, sich einen Plattenspieler anzuschaffen. Aber es geht ja immer um die großen, großen Entwicklungen. Und so bringt jede große Entwicklung eben auch einen Gegentrend mit sich. Das ist völlig klar. Und so läuft eigentlich immer auch der Diskurs. Das heißt, wir versuchen dann eben diesen Gegentrend eigentlich als Kehrtwende zu sehen,
aber die ist es eben nicht. Das heißt, Digitalisierung, der Wandel ist nicht mehr wegzudenken, die wird in unserem Leben bleiben, Technologie ist da, um zu bleiben, aber wir werden natürlich den Strukturwandel, den sie damit bringt, einfach verstehen müssen und sozusagen auch die Konsequenzen. Eben, wir kaufen eigentlich vieles sehr bequem ein und wir gehen auch immer weniger dorthin, wo diese Sachen sozusagen physisch verfügbar sind. Ein Beispiel von mittlerweile zig Angeboten, die ich heute habe, beispielsweise im Instacart, das Uber für Food. Ich kann mir den Einkaufskorb füllen und ich bekomme die Waren nach Hause geliefert. Oder ein neuestes Beispiel einer IKEA-Studie, interessanterweise, wenn man sich natürlich das Konzept weiterdenkt, dann mit dem autonomen Fahren, dann können wir ja nicht nur uns selbst autonom irgendwo hinbewegen, sondern eben auch die Waren autonom irgendwo hinbringen. Und man kann sich das so vorstellen als Renaissance des Migros-Wagens, der früher in den, ich glaube, es waren so die 50er Jahre, wo das noch in die peripheren Regionen zu uns gekommen ist. Und dann kamen die Shopping-Center und die gingen immer weiter in die Peripherie. Mittlerweile wissen wir auch, dass sogar Migros, Coop und diese Dienstleister wieder zurück in die Innenstädte kommen, näher in die Quartiere, kleinere Formate machen. Aber man sieht, also das heißt, die Produkte kommen immer näher wieder zu uns zurück, näher dran, und das verändert selbstverständlich auch die Mobilität. Also die Gründe, wieso dass wir überhaupt mobil sind, werden sich in Zukunft verändern. Eben das altbekannte Bild der 99 Cent Stores, das ist natürlich längst nicht mehr Realität. Nicht einmal bei Aldi sieht das mehr so aus. Die Realität ist mittlerweile hier drüben. Das ist Alibaba, in der Mitte Amazon. Diese Lagerstrukturen sind im Grunde genommen der Ersatz für die Lagerstrukturen, die sie für die Kunden im Grunde genommen waren. Das Lager war damals im Grunde genommen die Handelsfläche. Die Lagerstruktur ist viel zentraler geworden und mittlerweile sind diese Anbieter auch nur noch sozusagen Plattformen. Sie brauchen weder Lager noch Flächen, sondern einige Computer und gut zentrale Rechner, um Dienstleistungen, also Angebot und Nachfrage, Konsument und Produkt zu vernetzen. Insofern verändert sich natürlich die Infrastruktur maßgeblich und da fragen wir uns natürlich auch, was ist denn wirklich notwendig, worüber müssen wir denn zuerst nachdenken? Und wie ich schon eingangs gesagt habe, das System, die Hardware, die Infrastruktur, die verändert sich unglaublich langsam, das ist völlig klar, in langen, langen Planungszyklen. Wir können nicht einfach in 0, nichts eine neue Straße bauen oder irgendein neues Schienennetz oder eine neue Strecke eröffnen oder einen neuen Tunnel bauen. Das braucht Jahrzehnte, um zu planen und umzusetzen. Was sich auch sehr langsam verändert, wir haben es gehört bei Herrn Knoflacher, eigentlich das langsamste Glied im ganzen System ist der Mensch mit seinem Verhalten. Unser Verhalten verändert sich unglaublich langsam, weil wir uns selbst unglaublich ungern verändern. Wir sind eigentlich Gewohnheitsmenschen, Routine ist unglaublich wichtig und wenn wir quasi Routinen eben nicht durchbrechen, verändern wir auch nicht unser Verhalten. Was sich aber eben unglaublich schnell verändert, ist sozusagen die Software, wie ich erwähnt habe, eben mit diesem smarten Gerät, das heute noch peripher ist, aber in Zukunft sicherlich viel integrierter und intuitiver in unseren Alltag integriert werden wird. Das heißt, diese Software wird viel zentraler, der Zugang wird entscheidender zur Mobilität und die Einfachheit eben dieses Zugangs zum System und nicht zwingend nur das System. Weil das System heute eben auch separat geplant wurde. Wir haben Autos separat geplant, wir haben den öffentlichen Verkehr separat geplant, wir haben das Velosystem separat geplant. Aber im Grunde genommen interessiert ja den Konsumenten nicht das einzelne System, sondern wie ich das Ganze eben integral und einfach verbinden kann. Ich möchte möglichst effizient, bequem und ohne groß zu überlegen von A nach B kommen.
Und da möchte ich mich auch nicht zwingend nur für ein System entscheiden, weil es ja nicht in allem Fall die beste Lösung ist. Also insofern, und das sehen wir natürlich mit all diesen Angeboten, die wir mittlerweile haben, dass eben wie beispielsweise Google mittlerweile unglaublich schnell und effizient ist und eigentlich die meistgenutzte Orientierungsmap ist der Welt. Das heißt, wir vertrauen unglaublich stark auf dieses System, weil es eben sozusagen diese Vernetzung anbietet und nicht eben nur sozusagen vordefiniert ist auf ein Konzept. Ein Blick in die Studie zeigt, wir haben eben auch verschiedene Routinen uns angesehen und das ist eben auch, wenn wir über Mobilität nachdenken, immer sehr wichtig zu verstehen, wo geht es um Routine in der Mobilität, wenn sich die Routine durchbricht. Wir haben es heute Morgen zum Beispiel gesehen, da war es zwischen Bern und Zürich, gab es einen Zwischenfall und dann konnte man nicht über die Neubaustrecke fahren, sondern über Burgdorf und jeder musste sein Smartphone zücken, um zu checken, ob er jetzt den Anschluss noch kriegt. Oder das ist so ein Zwischenfall in der Routine, das haben wir extrem ungern. Und alles, was eigentlich die Routine durchbricht, also es waren Ferien, andere oder Freizeitbeschäftigung, dort versuchen wir uns eigentlich immer wieder neu zu orientieren. Aber die neuen Systeme machen es eben so einfach, dass im Grunde genommen jeder neue Entscheid, den wir für die Mobilität treffen werden, eine Form von Routine wird. Weil wir uns sozusagen durch das Wissen unseres Verhaltens, unserer Präferenzen eigentlich auch die beste Lösung anbietet. Diese Google Maps möchte ich vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen. Google Maps hat letztes Jahr die sogenannten Areas of Interest eingeführt und das ist ja nicht sehr interessant, weil was machen Sie? Sie wissen ja alle, Google kennt uns mittlerweile recht gut, kennt uns alle sehr unterschiedlich durch unser Suchverhalten, durch vielleicht Google durch das Google-Konto, das Sie vielleicht für Ihre E-Mail nutzen und so weiter, durch Ihre Suchanfragen im Internet, durch Ihre Suchanfragen über Google Maps, kennt es Ihre Präferenzen sehr gut. Also wenn Sie jetzt Ihren Weg vom Technopark ins, sagen wir mal, Kunsthaus Zürich planen, weil Sie denken, ah, ich nutze die Zeit in Zürich noch abends vielleicht für etwas Kulturelles, dann werden sehr viele oder von Ihnen ganz unterschiedliche Wege angezeigt bekommen, weil es eben nicht zwingend nur um die Effizienz geht, sondern um Ihre Interessen. Und es wird Sie so durch die Stadt lotsen, wie es für Sie am spannendsten ist, aber natürlich eben auch unter Umständen eben auch an kommerziell attraktiven Orten, weil Sie Google sehr gut weiß, was Sie eben interessiert, wenn Sie auch einkaufen. Das heißt, da entstehen ganz neue Deutungshoheiten über Städte, und wie wir sie wahrnehmen. Und das ist natürlich auch eine zentrale Frage, auch wenn es um die Lenkung der Mobilität geht, wie wir Städte erleben, aber wie wir auch mobil unterwegs sind. Wer hat im Grunde genommen die Deutungshoheit über das Verhalten der Konsumenten? Und es sind eben immer mehr die digitalen Player, die global unterwegs sind und nicht lokal operieren und planen. Also wir Menschen sind immer mehr kodiert. Das ist eine Karte von Strava. Strava erfasst sozusagen, wo wir uns sportmäßig bewegen. Also wir können so ein Armband uns umlegen, Velofahren, Joggen, uns fortbewegen und Strava erfasst sozusagen in diesen Heatmaps dargestellt, wo wir am meisten unterwegs sind. Also wir Menschen sind eigentlich längst kodiert und bewegen uns eben auch mit diesen Codes, die wir in dieses Gesamtökosystem, in dieses Netzwerk zwischen von Mensch, Maschine, in diesem Internet des Everything mittlerweile eben ein integraler Bestandteil geworden sind. Und wenn wir noch ein bisschen weiter blicken, das mag jetzt uns vielleicht wie Science Fiction erscheinen, aber hier ein Beispiel von Keiichi Matsuda, das ist ein digitaler Künstler, der sich sozusagen das Extrembeispiel dieser virtuellen Welten oder Mixed Realities versucht hat vorzustellen. Und Sie kennen ja diese Brillen, die sehen sehr unattraktiv aus, noch im Moment zumindest. Das wird in Zukunft sicher sich eben auch weiterentwickeln. Und
wenn man sich eben vorstellt, wie man so durch eine Stadt laufen könnte, wenn im Grunde genommen jeder seinen persönlichen Layer auf die Stadt hätte. Jeder hätte seine persönliche Perspektive. Also wenn wir Google Maps weiterdenken, wie wir also vom Technopark ins Kunsthaus Zürich gelangen, dann würden wir vielleicht völlig anders eben mit einer anderen Perspektive auf die Stadt, eben auch durch die Stadt, gelotst durch diese technischen Plattformen. Jeder hat seine Welt und so wird vielleicht die Stadt zu einer Fassade für eine individuelle Wahrnehmung. Eben die Frage ist natürlich ganz klar, wer bestimmt denn eigentlich in Zukunft die Spielregeln? Sie kennen das Beispiel vielleicht, das ist Bern, zu Zeiten von Pokémon Go, als es noch ein Hype war. Es ist doch schon 2 Jahre her, mittlerweile ist der Hype abgeflacht. Nichtsdestotrotz ein interessantes Beispiel, was da plötzlich mit dem Verhalten der Menschen passiert ist. So eine Map-App hat nämlich dazu geführt, dass diese Menschen sich irgendwo auf die Straße hingesetzt haben, wo eigentlich üblicherweise ganz viele Autos durchfahren. Und plötzlich waren da einfach Menschen und die saßen auf der Straße und der Verkehr musste sich plötzlich diesen auf der Straße sitzenden Menschen anpassen. Und die waren einfach da und plötzlich waren sie wieder weg, 2 Tage später, als an einem ein anderer Ort viel attraktiver war, um diese Pokémons zu sammeln. Also diese digitale Layer hat plötzlich das Verhalten im öffentlichen Raum maßgeblich verändert. Es war nicht entscheidend, was eigentlich physisch vor Ort relevant war, sondern es war viel entscheidender, was digital vor Ort war. Und so beeinflusst uns eben ganz stark diese digitale Sphäre, diese Technosphäre, die dazukommt in unserem Verhalten und hat eben auch Relevanz, wie die physische Infrastruktur in Zukunft aussieht. Also ganz wichtig, die Frage, wer eben die Spielregeln bestimmt. Klar, es verändert auch den Raum. Wir haben es auch schon gesehen an Beispielen. Der Raum wird in einer gewissen Weise eben auch neu verhandelt. Es gibt neue Player. Wir verändern unsere Arbeitswelt. Die Strukturen im Handel verändern sich eben. Durch das Online-Shopping gibt es immer weniger physische Shops. Es gibt neue Mobilitätsanbieter, Drohnen, Lieferroboter, autonome Fahrzeuge und so weiter. Also das alles verändert eigentlich die Strukturen. Es gibt immer wie mehr Teilnehmer, aber man fragt sich eigentlich, ist denn das in dem Sinne ein Fortschritt? Sind diese Narrative, die wir haben, wirklich ein Fortschritt? Wenn wir uns die Vision von Daimler mal ansehen, das ist ein quasi ihres Visionsbild aus einer Werbekampagne, dann sieht man im Grunde genommen, ist die Mobilität nämlich unglaublich segregiert. Oder wir haben für alles eine separate Lösung, weil wir natürlich diesen Mobilitätskonflikten aus dem Weg gehen möchten. Wir haben eine Spur für das autonome Fahrzeug, wir haben eine Spur für die mittlerweile extrem schnellen E-Bikes, wir haben eine Spur für die Fußgänger, wir haben eine Spur für alles und damit ist eigentlich der potenzielle Freiraum, der möglicherweise im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen könnte, eigentlich längst dahin, weil wir eigentlich alles separieren und es nicht mehr schaffen, sozusagen in eine integrierte Lösung zu finden, weil wir möchten eben trotzdem die schönen Plätze, die Fußgängerzonen und so weiter, aber im Grunde genommen ist es ja nur noch eine Erweiterung des Rests. Ja, und wir werden eigentlich zu einem System, ich habe es schon erwähnt, wir sind eigentlich kodierte Menschen in diesem System, das heißt, wir tracken unsere Gesundheit, wir tracken unsere Fitness, unser Wohlbefinden, wir messen das im Grunde genommen ähnlich, wie das in Fahrzeugen passiert, wenn wir in irgendeine Garage fahren, dann muss man eigentlich gar nicht mehr groß in die Motorhaube schauen, sondern der Garagist nimmt sich sozusagen einen Chip und schaut eigentlich, was los ist. Und ähnlich ist es im Grunde genommen mittlerweile auch mit uns Menschen. Wir checken unsere Apps und schauen, was mit uns los sein könnte, ob wir noch fit genug sind, ob wir irgendwo uns optimieren müssen. Aber interessant an diesen Systemen ist natürlich, wenn wir eben nicht nur aus individueller Perspektive schauen, sondern in einem integrierten, vernetzten System sind, in einem digitalen, vernetzten System sind, dann passiert sowas wie dieses Tesla Fleet Learning, nur als Beispiel, weil bei Tesla geht es ja nicht mehr nur um das einzelne Auto, sondern es geht um das Netzwerk der Autos. Das heißt, jeder Tesla lernt wieder mit seinem nächsten Update von den vielen Ereignissen, die an Informationen, die er aus allen Teslas, die weltweit unterwegs sind, lernen. Das heißt, Tesla-Zentrale lernt
von allen Teslas und das nächste Update geht dann wieder zu allen Teslas. Das heißt, alle lernen miteinander und das ist sozusagen der Vorteil oder auch das Spannende an dieser vernetzten Perspektive. Das heißt, wir dürfen eben in dieses Fleet Learning nicht nur die Infrastruktur einbeziehen, nicht nur die Mobilität, sondern eben auch das Potenzial, das durch die Vernetzung des Menschen ermöglicht wird. Und so kreieren wir auch ein lernendes Ökosystem. Was interessant ist im Grunde genommen, es ist ja immer schwierig, ich habe am Anfang gesagt, der Mensch ist eigentlich das langsamste Glied im System. Das ist so, wir sind eigentlich, wir bewegen uns eben oder verändern uns unglaublich ungern. Das heißt, die Gewohnheiten haben sich aber mittlerweile so angepasst, dass mittlerweile eigentlich die Infrastruktur, wenn wir über die Mobilität uns anschauen, uns eigentlich zu langsam erscheint. Also viele dieser technischen Entwicklungen haben wir längst gelernt und im öffentlichen Verkehr zum Beispiel warten wir eigentlich längst darauf, dass die Dinge schon da sind. Also quasi mit Check-in, Check-out zum Beispiel, oder ein System, das wir längstens kennen aus dem Flugverkehr und so weiter, sind Systeme, die wir uns im Grunde genommen schon längst angewöhnt haben. Das heißt, die Bereitschaft für Veränderungen, für neue Technologien, die ist im Grunde genommen längstens da. Und das ist auch ein Window of Opportunity für Mobilitätsveränderungen. Das heißt, die Gewohnheiten, und das ist eigentlich ein seltener Fall, die werden schon längstens bereit, sich sozusagen anzupassen. Auch hier wieder, was passiert im Grunde genommen durch diese vielen Anbieter, diese vielen Möglichkeiten, haben wir natürlich eine riesige Komplexität. Das heißt, wir haben unglaublich viele Optionen in diesem sogenannten Backend. 1000 Apps, 1000 Anbieter, die da einen Teil unserer Lösung anbieten. Aber relevant wird es natürlich sein, wer schafft es, die Komplexität zu reduzieren. Weil wir wollen, wie gesagt, ja nicht 1000 Apps miteinander koordinieren, sondern wir möchten das einfach bedienen. Und sozusagen wird es noch viel entscheidender, wer in diesem sozusagen Kampf um das Frontend gewinnen wird. Denn wir müssen immer weniger tun, um eben auch zu konsumieren. Wir haben die Siris, wir haben die Alexas und wir sehen es, es ist genau jetzt schon ein Kampf quasi entfacht, wer als Frontend zu uns als Konsumenten beherrschen wird. Das heißt, abschließend kann ich sagen, die Mobilität des 20. Jahrhunderts war Automobilität, heute ist es definitiv die vernetzte Mobilität. Die Mobilität wird mehr denn je von digitalen Innovationen beeinflusst. Die Digitalisierung sollten wir im Service Public eben auch ermöglichen. Wir müssen an eine User-Mentalität denken, also es geht vielmehr um Journeys, im gesamten Abläufen zu denken, aus Konsumenten-, aus Nutzersicht, anstatt in Fahrplänen. Wir müssen auch die industriellen Strukturen überwinden. Es gibt sozusagen diesen Konflikt zwischen föderalen Strukturen und diesen digitalen Playern, die sich eben auch überhaupt nicht groß um diese Strukturen kümmern. Die globalen Player tun einfach. Und wie kann so ein System auch intuitiv funktionieren? Weil das ist ganz wichtig, um eben einfach zu sein, um das Verhalten für den Konsumenten auch zu verändern. Es muss intuitiv sein. Wer hat die Deutungshoheit? Das wird eine große Frage, die uns beschäftigen wird. Die Städte, die Anbieter. Und es hat gute Voraussetzungen für Kollaboration, gerade in der Schweiz, auf jeden Fall mit den Verbänden, mit den Kantonen. Und daran kann man sich heranknüpfen. Ganz herzlichen Dank.